So, hallo und herzlich willkommen. Das sind jetzt die letzten Ausläufer des Flieger-Pass, was man im Video zuvor sehen konnte. Jetzt geht's rein Richtung Davos und weiter durch die Schweiz. Viel Spaß beim Gucken. Und ab jetzt kommt Zivilisation eigentlich. Jetzt kommen wir nach Davos und nach Klosters. In Richtung Chur. Mann ey, alter Vater ey. Also Frankreich ist geil, aber die Schweiz zum Gucken auf jeden Fall richtig geil. Davos, in Davos war ich schon als kleiner 11, 12, 13-Jähriger mit dem Zug, Classé Express. Ey, ihr Schweizer hier, die ihr hier wohnt, ihr Schweizer Motorradfahrer, ihr dürft zwar keinen Fahrspaß haben, aber ihr habt dafür geile Landschaft, die entschädigt. Selbst im Dorf schön. Ey, Kati. Oh, dürfen wir noch zugucken? Cool. So, mal etwas zu Davos. Die Gemeinde Davos in der walcherdeutschen Ortsmundsart Tafar umfasst beinahe das gesamte Landwassertal im Schweizer Kanton Graubünden und liegt in der Region Prättigau-Davos. Die politische Gemeinde mit zahlreichen Siedlungen bestand bis Ende 2018 aus den 6 Fraktionsgemeinden Davos-Dorf, Davos-Platz, Davos-Frauenkirch, Davos-Klaris, Davos-Mannstein und Davos-Wiesen. Von denen seither allein nur noch diejenige von Monstein. Wir haben hier natürlich 5G. Was auch sonst. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Davos zu einem international bekannten Luftkurort und trug den Namen oder trug den Titel Weltkurort Davos. Später folgte eine stärkere Gewichtung des Wintersports. Die Bevölkerung stieg von 1680 Einwohnern im Jahr 1850 auf über 11.000 im Jahr 1930 an. Davos hat einen Höhenbereich von 1051 bis 3140 Meter über dem Meer und der Hauptort liegt auf 1560. Wir haben 10.800 Einwohner und einen Ausländeranteil von 27,5%. Einer möchte sein, ich denke diese Touris oder ob die sich denken, diese Geldbringer. Ja, Davos liegt auf 1600 Meter. Davos, Klosters, jawohl. Ich weiß schon, wo die britische Königsfamilie hier Skifahren geht. Hübsch ist es hier überall. Genau, das Prättigau. Das Prättigau, früher auch Prättigau geschrieben, also mit einem T. Im höchstalemannischen Taldialekt Prättigau. Bio-Milch, rätoromanisch Partenz, ja, cool, ey. Ist das Tal der Langquart im Schweizer Kanton, genau, das Prättigau. Und Teil der Region Prättigau-Davos. Die Talschaft Prättigau erstreckt sich in West-Ost-Richtung auf einer Länge von knapp 40 Kilometern zwischen dem Taleingang bei den Clues, bei der Clues und dem Silfredda-Gebiet bei Klosters. Also wir sind noch gar nicht offiziell in Prättigau, sondern wir sind in der Landschaft zwischen Davos und Prättigau. Die im Silfredda-Gebiet entspringende Fluss Langquart zieht sich durch das Tal, er mündet bei der gleichnamigen Ortschaft in den Rhein. Der höchste Punkt des Prättigau ist das Verstandsklarhorn, 3297 Meter hoch. Das tiefste liegt in der Clues
576 Meter. Mit der Langfahrt beträgt über 610 Quadratkilometer. In Prenzlau leben etwa 15.290 Personen. 86,2% davon besitzen einen Schweizer Pass. Die Amtssprache ist in allen Gemeinden ist Deutsch. Gesprochen wird ein walserischer, höchst alemannischer Dialekt. Die herrschende Konfession ist evangelisch reformiert. Wer früher bremst, ist länger für die Familie da. Ja, oder wer später bremst, ist länger schnell, ne? Läuft aber echt lang vom Akku, muss ich sagen. Genau, Klosters. Man kennt es vielleicht von der britischen Königsfamilie, die da immer zum Skifahren geht. Jetzt kommen wir schon nach Klosters. Klosters, bis Ende 2020 offizieller Gemeindename Klosters sehr Neues. Schon zuvor bis 1973 Klosters ist eine politische Gemeinde in der Region Prädigau-Davos des schweizerischen Kantons Graubünden. Ja, wir sind immer noch in Graubünden. Klosters hat seinen Namen von dem 1222 erstmals urkundlich erwähnten, dem heiligen Jakob geweihten Prämonstratenserkloster, ist das schwierig, Klösterli im Wald, einer Tochtergründung von Kurwalden. Nachdem das Kloster 1528 aufgehoben und Teile der Gebäude im Prettigauer Krieg 1621 durch Brand zerstört wurden, ist allerdings nur noch der romanische Turm der 1921 erbauten reformierten Pfarrkirche geblieben, die den Mittelpunkt der Fraktion Klosters Platz bildet. So, dann was zum Verkehr, wo wir gleich reinfahren werden und was wir auch gleich merken werden. Die Verkehrslage für Klosters war während vieler Jahre dramatisch, denn der gesamte Straßenverkehr von Langquart nach Davos oder umgedreht oder ins Ungarengadin auf der Hauptstraße mitten durch den Ort rollen musste. Um dem Abhilfe zu schaffen, wurde bereits im Zuge des Baus des Verreiner-Tunnels mit dem Bau der Umfahrung Klosters begonnen. Die Sunnibergbrücke, eine Straßenbergbrücke über das Tal der Langquart, unterhalb von Klostersdorf, sowie der direkt anschließende Gotschna-Tunnel, durch den wir gerade durchfahren, der an einen Bogen die Gotschna unterquert, und bei der Autoverladung Selfranka wieder zutage kommt. Macht er gerade schon. So, der Gotschna-Tunnel, in dem wir gerade sind. Ja, der Tourhunter kann auch noch mal was zu Klosters erzählen. Ist. Schöne Ortschaft, die fahren wir jetzt leider in dem Tunnel. 4,2 Kilometer lang. Was ist immer, ne? Hat eine Steigung gegen Tunnelende von 4%, eine Fahrröhre. Hat die Hauptstraße, transportiert die Hauptstraße 28, auf der wir gerade fahren. Und wurde am 9. Dezember
2005 um 14.30 Uhr eröffnet. Die Baukosten betrugen ungefähr 200 Millionen Schweizer Franken. Ganz schön teuer. Ah, ist mächtig uneben hier. Hier ist 20 FW, ne? Ach ja, ihr seht ja eh nichts. Muss ich mal kurz die Sonnenbrille abnehmen. Oh, jetzt ist ja noch was. Jetzt mal die Sonnenbrille wieder auf. Hier fährt keiner auf Strich 80 im Tunnel. Es kommt gleich danach eine schöne Brücke. Das ist nämlich die Uhr zum Frauenkloster hier. Ha, was freue ich mich alles, das zu Hause zu schneiden im Winter. Oh, und jetzt komme ich drüben aus dem Tunnel raus. Und eine Wand von Wärme empfängt mich. Klatsch, Batsch. Schön aus dem kühlen Tunnel. Schöne Landschaft. Ich wäre ja lieber gerne über den Bernina und über den Albula gefahren, aber Bernina ist jetzt so. Musste ich nochmal über Stelvio. So was Schlimmes. So eine Bestrafung. Ah, nice hier, ey. Nice, nice, nice. An der Tankstelle hole ich mir dann noch einen Kaffee. Nimm meinen Keks dazu. Bam. Bin echt geflasht, ey. Ich bin echt geflasht von dieser Landschaft. 2,5. Ja. Oh, wird glaube ich Zeit für Sommerhandschuhe, wa? Und Regen kommt hier aus. Fast wie in Italien in die Tunnel, nur dass die Tunnel hier gepflegter sind und dass sich jeder an alles hält. Sich nicht im Tunnel einen Motorradfahrer noch mit 130 überholen. Da ist die Helligkeitsregelung vom Handy nicht so richtig, was es machen soll. Auf die deutsche Straße fahren wir gleich. Ah, Blitzer. Ah, die Bahn hier ist echt schnell unterwegs. Städtische Bahn. Und hier, was ich gerade mache, ne, wenn ihr nicht wisst, wie gefahren wird im Ausland, also entweder ihr haltet euch an die Regeln, die halt bekannt sind, oder ihr folgt Einheimischen. Die werden schon wissen, was sie tun. Schulter, aber ey, werden wir alt. Ah, hübsch hier, ey. In der Schweiz ist alles hübsch. Da ist alles hübsch, da ist alles hübsch. Das sieht echt gut aus hier.
Aua. Eine Z 900 und eine Kurve zum Knieschleifen. Aber heute nicht. Heute bin ich im Hummelmodus unterwegs. Tourmodus. Das ist ein blauer Himmel, ey. Der ist irgendwie noch blauer als bei uns. Bio-Käserei Prättigau. Jo. So, mache ich auch mal meine Chopper-Fußrasten. Bähnlein verschwindet im Tunnel. Tunnel! Und wir fahren um den Berg außen rum. Aha. Eine Brücke. Thema 80 auf der Landstraße, ne? Die fahren auch alle 90. Ja, ich habe Aua an der Schulter, ich habe Aua am Popo. Oh, Autos. Eine Tankstelle. Ja, da fahre ich hin. Ja gut, dann machen wir aus. Ach ja, was hübsch hier. Wir waren gerade in Liechtenstein. Hab ich leider keine Kamera angehabt. Ich bin so ein Amateur. Aber es ist alles hübsch hier, ey. Ich war jetzt gerade ein bisschen Geschleiche durch die Ortschaften, aber mei. Die Wahl zwischen ich fahre Autobahn und bezahle Vignette und Maut. Und da kennt die Schweizer nichts, egal welches Fahrzeug, außer LKW, 40 Euro. Und also bin ich echt ein bisschen zu geizig für 30 Kilometer Autobahn. Dann kann ich entweder das Rheintal hochfahren oder aber durchs Wieltal. Da fahre ich jetzt lang. Wattwil, Wiel, irgendein anderes Wiel. Da komme ich quasi gerade hoch zum Bodensee. Nach Konstanz. Jetzt sind wir gerade über den Rhein gefahren. Heute sind Limit bei 90. 19 Grad. Ja, 21. Der perforierten Lederkombi, 20 Grad, das ist echt so grenzwertig. Hat alles da rein hier reingegraben. Und die Gletscher. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, das ist der Sentis. Der Berg da. Naja, ich fahr weiter. Krebs! Da kommt ein Skispringer her, der war mal sehr erfolgreich. Simon Ammann, der kommt von hier. Da ich ja manchmal so ein bisschen Skispringen gucke, weiß ich das. Ja, immer noch hübsch hier. Pflegeheim. Ja. 37 Kilometer der nächste Kreisverkehr. Weiß Bescheid. Ja, was machen die Wolken hier? So, Waldhaus, das war der letzte höhere Pass, 1135 Meter, das war's mit quasi Alpen. Oh, eine schöne Strecke hier hoch zu, hat noch keinen Bock aufzunehmen. Da fährst du immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil die Schweiz ist halb so schlimm, wie man denkt. Zur Not kann man immer noch Landschaft gucken. Das ist echt so in der perforierten Lederkombi bei 17 Grad. Ist echt ein bisschen frisch. Und der Sprit kostet überall gleich, 1,74. Ah, ich bin eh sparsam unterwegs. Vor nach 202 oder 204 Kilometern 9,9 irgendwas Liter getankt. Also knapp unter 5 Liter. Zu Hause brauche ich einen halben Liter mehr. Stellt sich jetzt die Frage, warum, ne? Jedenfalls tun mir jetzt die Beine nicht mehr ganz so weh. Ja, das, was wir da gesehen haben, ist die Drahtseilbahn unter Wasser Iltois. Die Standseilbahn unter Wasser Iltois, genannt Iltois-Bahn.
ist eine Standseilbahn in Unterwasser im Standseilbahn. Oberdoggenburg im Schweizer Kanton St. Gallen. Sie gehörte bis 2008 den Bergbahnen Unterwasser Iltois-Cheseruck. Cheseruck. Heute zur Toggenburg Bergbahn AG, welche durch die Fusion der Bergbahn von Alt-St. Johann in Unterwasser entstanden ist. Bei was zum Streckenverlauf? Die 1195 Meter lange Bahn beginnt auf 900 Meter über dem Meer, unterhalb von Frühwind in Unterwasser. Die Schwellenhöhe der Bergstation Iltois liegt auf 1339 Meter. Von dort führt die Luftseilbahn Iltois-Cheseruck auf den 2262 Meter hohen Cheseruck oder Cheseruck wahrscheinlich, dem ersten der Kurfürsten oder Ruhrfürsten, wie wahrscheinlich die Schweizer sagen würden, und die haben auch ein Ding, Cheseruck, und Skilifte zum Beispiel zum Stülfeli. Die Bahn wurde 1934 eröffnet und im Sommer 2005 umgebaut. Die ursprüngliche Spurweite Käserei. Ja, okay, seid schon mal wieder Bock drauf. Ich habe bis jetzt noch kein Bargeld in der Schweiz gebraucht, ey. Kaffee gekauft, Bernina Pass. Die ursprüngliche Spurweite wurde von 800 mm auf 1000 mm verbreitert. Die Iltois-Bahn wird vor allem von Berg- und Wintersportlern frequentiert und ist Teil des Skigebiets Oberdoggenburg, das die Pisten von Wildhaus, Unterwasser und Alt-St. Johann umfasst. Alt-St. Johann. Ein Spar. Oh, oh Ducati. Alles hübsch in der Schweiz. Kommt sogar aus dem Grinsen gerade mal wieder raus. Back in Germany, wir gucken wieder gelbe Schilder an. Ich habe erstmal die Route umplanen. Ich bin zu früh zu Hause, ich habe noch Bock zu fahren. Kein Corona-Test, keine Personalpasskontrolle, gar nichts. Ich musste nirgendwo einen Pass vorzeigen, bei den ganzen Grenzkontrollen, die jetzt kommen, bei den ganzen Grenzen. Naja, wer nicht will, der hat schon. Ja, back in Germany und direkt der erste Blitzer. Huch, ja, sorry, hab mich verdrückt. Routing, Optionen, schnelle und kurvige Route. Ich will aber nicht die schnelle und kurvige, die schnelle Route, ich will die kurvige Route haben. Ich bin noch zu früh dort. Mainau, Insel Mainau, Gewerbegebiet Mainau ist das aber, da war ich schon. Alles zugebaut hier, Ibis Budget. Ja, das war mir klar, dass hier ein Ibis ist. Hotels in der Schweiz sind teuer. 10-20% mehr. Du übernachtest in Deutschland, wenn du kannst. Hey, da sitzen Leute. Hey Leute, es ist Corona. Es geht nicht. So, und da jetzt nichts mehr Optionen. Interessantes kommt, weil ich entweder nicht mehr aufgenommen habe oder keinen Bock mehr hatte. Bedanke ich mich heute fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao, ciao. 17:47, ja, das klingt gut. Dann machen wir mal der Schnellstraße hier runter.